Nach viel zu langer Zeit geht es endlich wieder weiter mit Let's Play Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück, Freunde. Bart begrüßt uns hier neben all den Login-Boni. Und wir werden jetzt wieder weitermachen mit der Storyline, bevor wir dann am Wochenende wieder Events machen. Ich war jetzt schon so lange nicht mehr eingeloggt, außer beim letzten Wochenendstream, als wir den Tidus-Event gemacht haben. Und es scheint hier ein Patch gegeben zu haben in der Zwischenzeit. Und ich bin ganz gespannt, was das für ein Patch war, was sich hier getan hat. Und dann bin ich vor allem auch gespannt, wie es weitergeht mit der Storyline. Hier, ich habe noch nicht mal die Tidus-Event-Belohnungen abgeholt, wie ihr sehen könnt. So, wir klicken direkt auf Quests. Wir haben auch schon wieder 58.000 Gold oder Gil, das ist sehr gut. World of Illusions, Trials of Shiva has ended. Okay. Was haben wir denn bei den Events gerade hier? Zenikant, also From Zenikant. Blue Crystals haben wir auch hier. Und ich würde mal ganz schnell gucken, was die Beschwörungen sind. Da habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Was ist denn das hier eigentlich? Das da. Spring Festival Campaign. Ach so, man kann jetzt jeden Tag, wenn man sich einloggt, 500 Kristalle kriegen. Mist, hätte ich das mal regelmäßig gemacht, ne? Ansonsten, naja gut, man kriegt halt Kristalle geschenkt und so ein Kram. Davon haben wir noch sehr, sehr viele. Das ist super, denn ich habe nämlich vor, noch ganz viele Beschwörungen zu machen für bestimmte Charaktere. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt für Tidus beschwören. Da gibt es sein Schwert Brotherhood unter anderem. Das hier, ne? Aber die anderen Charaktere interessieren mich jetzt nicht so. Deswegen beschwöre ich da mal nicht weiter. Und das war's auch schon. Also, nichts Besonderes hier an der Stelle. Deswegen machen wir jetzt einfach ganz normal weiter die Storyline. Hier, Chapter 4, Snowy Peaks of Crudelis. So, wir haben gequatscht, wir haben den ersten Kampf gemacht. Hier machen wir den nächsten Kampf gemeinsam. Natürlich haben wir immer Bartz als Hauptcharakter mit dabei. Und dann, wer auch immer von uns verlangt wird. Als Gegner haben wir das hier. Das ist eine Magitech-Rüstung. Interessant. Und davon scheint es mehrere zu geben. Wir müssen mindestens einmal Breaks machen. Das ist bloß ein Kampf, also nichts Besonderes hier an der Stelle. Deswegen klicken wir einfach mal auf Beginn. Und, ach ja, genau, wir haben neue Follower. Mann, das muss ich zuerst machen. Ich muss mal ganz kurz hier auf Friends gehen. Da hat sich nämlich ein bisschen was getan. Und zwar gehen wir mal auf Followers, so, ne, hier zum Beispiel der gute Zeppel, der folgt uns, den nehme ich mal an, der sagt, jo, hallo, Tag auch, packen wir gerne mit rein, also dem folgen wir jetzt auch, Leute, von denen ich das weiß, den folge ich direkt, ja, Leute, von denen ich nicht weiß, dass sie Zuschauer sind, den folge ich nicht, also wenn ihr euch jetzt hier seht und ihr seid Zuschauer, schreibt es bitte mit in die Kommentare mit rein, dann weiß ich Bescheid und dann folge ich euch auch gerne zurück, okay? Und dann setze ich auch eure Charaktere ein. So, das wollte ich sagen. Paint ist, glaube ich, Moin Moin ist, glaube ich, auch ein Zuschauer. Deswegen folge ich ihm gerade mal. Ich glaube aus Brave Exvius, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Machen wir ganz kurz weiter. Die Liste ist ja schon ein bisschen länger geworden im Vergleich zu damals. So, wen hätten wir denn noch? Wie gesagt, einfach, wenn ihr euren Namen hier seht oder wenn ihr wisst, dass ihr mir folgt, schreibt es gerade in die Kommentare mit rein und dann folge ich euch auch zurück und setze eure Charaktere ein. So, hier haben wir jemanden, der sich auch Bartz nennt und Bartz natürlich mit drin hat. Machen wir mal weiter. Captain Strife, Hussa. So, weiter geht's. Könnten ja auch Randoms sein, die mich anfragen. Und ich will nach Möglichkeit nur Zuschauer mit dabei haben, die ich dann auch gerne für Koop-Matches in den Wochenend-Streams mit einlade. So, Morikana haben wir schon. Ich glaube, hier sind wir jetzt wieder. Oder haben wir Morikana schon? Den haben wir schon, genau. Da folgen wir auch schon sehr gut. Hatten wir ja vorhin auch schon eine Freundesliste gehabt. Genau, das passt schon. Ich gucke mal ganz kurz durch. Oh, da hat sich jemand Lelouch genannt. Auch nicht schlecht. So, Mephisto ist hier. Der haben wir natürlich auch schon mit drin. Er hat Setzer dabei. Sehr cool.
Ansonsten wüsste ich jetzt nicht so genau, ob da noch jemand Neues mit dabei ist. Scheint doch alles ein bisschen durcheinander zu sein. So. Wir sind gleich durch. Gamma Breaker habe ich auch schon mit dabei. Genau, Sovios passt soweit. Achso, Moment, war das eh Mephisto? Noch mal ein Mephisto? Vielleicht ein anderer Mephisto? Keine Ahnung. Oder ein zweiter Account? Man weiß es ja nie so genau. Okay. Es gibt eben ein paar Leute, die waren der Freundeste drin, die sind aber schon länger inaktiv. Darum folge ich da eben nicht mehr zurück. Na gut, ich glaube, ich habe alle erst einmal, ne? Wir gehen jetzt mal hier drauf. So, klicken auf Beginn. Und dann fange ich einfach wieder unten an und wir arbeiten uns dann nach oben hoch. So wie immer. Also fangen wir jetzt hier an mit Batgirl. Und dann geht's los mit dem ersten Kampf hier in dieser Folge. Ekeso! So, wir tauschen gleich mal aus, wechseln Batgirls Cloud mit ein und machen Cross Slash. Sehr gut, den ersten haben wir besiegt, der jetzt auf Cloud abgesehen. Leider können wir den nicht sofort killen. Und wir können ihn vielleicht brechen. Perfekt. Er ist zusammengebrochen, das ist ja cool gemacht. Nummer 1. Und da machen wir HP Attack Nummer 2. Ja, dadurch, dass ich Bart zu unserem Hauptcharakter gemacht habe und alles investiert habe, ist er natürlich sehr, sehr mächtig geworden. So, da fällt mir ein, was ich auch noch nicht gemacht habe. Moment, wir gehen aber ganz kurz raus. So, dann gehen wir hier oben hin, auf die Einstellung. Nein, auf die Einstellungen war das. Hier, glaube ich. So, dann gehen wir auf User Data. Und dann werden wir mal ganz kurz unseren Support anpassen. Oder kann ich das gerade so machen? Moment, ich muss da ganz kurz hier vielleicht gedrückt halten. Nein, so ging das nicht. Vielleicht draufdrücken. So war das. Genau, richtig. Einfach mal fest draufdrücken und schauen hier. Ne? Wir müssen auch das nochmal anlegen. Muss die Charaktere aber extra anpassen. Für euch, ne? So, dann machen wir weiter mit den Quests. Der nächste Kampf wartet auf uns, scheint ein Bosskampf zu sein. Und uns erwartet hier ein Magitech Armor. Was war denn das hier eigentlich? Ach, das war eine Miniatur. Ach so, das ist dann ein richtiger, ein großer. Sehr, sehr cool. Ansonsten nichts weiter zu beachten. Drei oder mehr Breaks müssen wir machen. Dann klicken wir doch mal auf Beginn und nehmen den nächsten Verbündeten mit. Das sind, glaube ich, drei Runden gewesen. Und der nächste Verbündete auf unserer Liste ist hier der gute Paint. Moin, moin und los geht's. So, wir machen Double Hand. Ich fange natürlich schon ganz am Anfang an, Double Hand zu spammen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ja Bartz stärker wird, wenn er dreimal Double Hand eingesetzt hat. Deswegen sind wir dann mit dem verstärkten Double Hand beim Boss. So, wir machen Bravery hier auf den. Sehr gut. Dann machen wir Double Hand auf ihn hier. Der ist gebrochen, perfekt. Und dann würde ich mal sagen, brechen wir den hier auch. Sehr schön. Wir könnten einen finishen, machen wir aber nicht, weil beide haben es auf unsere Charaktere oder beziehungsweise auf Hope abgesehen. So rum. Jetzt machen wir eine HP-Attack und hier auch nochmal eine HP-Attack und das war's. That Magitech armor, it's different from the rest. We'll worry about it. We'll worry about the details later. Heute kann ich nicht lesen. Oh mein Gott, Freunde, hört ihr das? Im Hintergrund. Ich bin jetzt mal ganz kurz ruhig. Genießt diese grandiose Musik aus Final Fantasy VI.
Ich persönlich finde ja, Final Fantasy VI hat einen der geilsten Soundtracks aus der gesamten Final Fantasy Reihe und die Bosskampfmusik ist so dermaßen hammermäßig. So, hier, Double Hands. Damit haben wir es gemeistert, wir haben die Gegner gebrochen und jetzt machen wir Hate Spear Attack. Und dann machen wir Hate Spear Attack. Und dann machen wir Hate Spear Attack. Und dann machen wir Shell auf alle. So, er macht Frostbeam. Dafür waren wir anfällig, komischerweise. Ist aber nicht weiter schlimm. Er hat es wieder auf Hope abgesehen. Wir machen Shining Shield auf Hope, damit wir da keine Rücksicht nehmen müssen. Und dann brechen wir ihn mit Double Hands Plus. Sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, rufen wir... Ach, wir können ja gar keinen Chocobo rufen. Machen wir noch einmal eine HP-Attack. Zack. Und dann machen wir noch eine HP-Attack. Zack. Gegner macht auf. Wir haben Shining Shield. Müssen uns keine Sorgen machen. Und jetzt brechen wir ihn erneut mit Double Hands Plus. Sehr gut. Wir sind soweit gemaxed, soweit es geht. Er braucht lange, bis er wieder dran ist. Deswegen machen wir eine HP-Attack. Dann wechseln wir ihn hier ein. Und machen dann... Blizzard Combo. Und dann finishen wir ihn mit HP Attack. Eigentlich war das unnötig, das eben zu machen, Blizzard Combo. Aber naja, ich wollte den Zwiebelritter mit dabei haben, damit wir die zwei coolsten Jobsystem-Games, die es gibt, in einem haben. Nämlich Final Fantasy 3 und Final Fantasy 5. Frisst das. Frisst das. Wir haben uns die Kristalle mehr als verdient. Wir waren schnell, wir waren stark, wir waren effizient und wir haben keinen einzigen Break kassiert. Das ist super klasse. Wir kriegen auch neue Gegenstände hier. Interesting. So, dann haben wir ein bisschen Gequatsche. Das schauen wir uns doch gerne mal an. The Little Mage Girl. Yes. Oh mein Gott, die Musik! Ach, Final Fantasy VI, einfach zu epic. Ich muss unbedingt mein Let's Play weitermachen dazu. Das fällt mir jedes Mal ein, ob ich Brave Exvius spiele oder Dissidia Opera Omnia. Jedes Mal, wenn ich Final Fantasy VI Charaktere sehe, tut es mir im Herzen weh, dass ich das Let's Play nicht weitergemacht habe. Vielleicht kann ich es ja als Livestream-Projekt weitermachen. Das Spiel als Livestream-Projekt zumindest durchspielen. Das wäre ja mal eine Idee. So, Digi Just... Fall out of that machine? Hey, are you okay? Wake up! Wait, she attacked us. I think it's unwise to approach her. She's practically unconscious. She couldn't hurt us even if she tried. Why was she even in that machine? Magitek armor requires someone to operate it. The model she was in, though, looked a bit different from those in my world. Ja, in ihrer Welt, in Orient, gibt es auch Magitek armor. Look, something just came out of her head. Just came off her head. Out of her head. Ihr ist ein Vogel aus dem Kopf geflogen. Jetzt zwitschert ihr keiner mehr was. I sense something. Could it be magic? Magic used to addle the mind? Kupo. So maybe she was being controlled by this band of metal? Then she's not the enemy. We should wait for her to wake up, so she can tell us what happened. Let us take her to a safe place and treat her wounds then. Good idea, Kupo. There's a cave just over there. Höhlen sind selten sicher in Final Fantasy. Möchte ich nur mal anmerken, Freunde. So, wir können sehr viele Wege gehen. Nach oben und nach unten. Oh, guck mal. Wen haben wir denn hier? Pinello. Wir werden auf jeden Fall hier oben weitermachen in der nächsten Episode. Ja, ich möchte nach Möglichkeit jede Episode einem neuen Charakter widmen. Ich glaube, das da unten ist die Höhle.
Und da oben geht es anscheinend weiter mit der Storyline. Deswegen werden wir erst einmal da unten lang gehen und machen diesen freiwilligen Kampf. Ein Kampf ist das nur. Hier gibt es sogar Kohle zu verdienen. Have fun in your party. Das lässt sich einrichten. Wir klicken auf Party und dann scrollen wir mal durch. Ach, ich würde doch gerne Tidus mitnehmen. Übrigens, beim nächsten Livestream-Event, ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwelche Events machen können, weil momentan scheint nichts anzustehen, aber wenn doch mal irgendwas ansteht, so eventmäßig oder so, ne, am Wochenende zum nächsten Livestream, da dürft ihr auch gerne mal Tidus Anführer mit reinpacken, dass wir den auch nochmal in Action sehen, weil es steht hier echt nichts an momentan, ne, so Koop-Quest-mäßig. Vielleicht können wir auch normale Koop-Quests machen dann, die nicht an ein Event gebunden sind. So, also gehen wir mal rein. Wir haben Wahn mit dabei und los geht's. Oder hier, ne? Tidus, gern ruhig mal als Anführer mit reinpacken. Das wäre awesome. So wie Tag das hier gemacht hat. Aber ihr wisst ja, ich arbeite mich von unten nach oben durch. Wir nehmen Micha mit. Er hat auch hier Cloud mit als Anführer drin. Also, auf geht's. So, dann wollen wir mal. Beide haben es auf Wahn abgesehen, deswegen müssten wir hier normal angreifen. Wir könnten schon den ersten finishen hier. Ich würde mal sagen, das tun wir auch mit einer HP-Attack. So, dann machen wir eine Bravery-Attack auf ihn, haben ihn damit gebrochen. Wahn ist dran und könnte... Naja, es wird zu riskant. Ich weiß nicht, ob wir den hätten finishen können eben. So, wir machen Bravery hier, zack, und dann machen wir HP-Attack und das war's. Wir haben jetzt Cloud nicht mitgenommen, aber naja, ihr wisst ja. So, Kohle darf es gerne viel geben. Okay, wir kriegen eine Kiste. Und da war das drin, Gale Adamite, na gut, aber ansonsten auch nichts. Da haben wir keine andere Wahl, als da oben weiterzumachen. Wie gesagt, bevor wir hier reden, mache ich erstmal den Kampf hier. Und dann schauen wir ganz kurz, ja, ganz einfache Gegner, nichts Besonderes, so eine Runde. Sorry, Micha, dass ich deinen Cloud nicht eingesetzt habe. Manchmal geht es einfach viel zu schnell. Wir nehmen Kitty Mias Cloud hier mit und beginnen den Kampf. Ah, ich habe Wahn noch mit dabei. Die haben es alle auf Wahn abgesehen. Die sind doch wahnsinnig. So, sehr gut. Ich würde aber sagen, wir machen auf den hier Red Spiral. Ja, es hat nicht gereicht, wie zu erwarten war. Machen wir da HP-Attack und finishen ihn damit. Ich hätte eigentlich Wahn schützen sollen, aber ich glaube, das ist sowieso egal, ob wir gebrochen werden oder nicht hier an der Stelle. So, dann finishen wir mal den nächsten hier. Zack. Und dann wechseln wir Cloud ein und machen Cross Slash. Perfekt. So, wir sind trotzdem noch gut dabei. Ihr seht es, Breaks spielen hier gar keine Rolle. Okay, es hat sich mehr aufgetan. Hinten ist auch schon wieder der nächste Bosskampf. Ich vermute mal, dass es dann hier weitergeht, dass hier dann die Höhle kommt wahrscheinlich. Also machen wir den nächsten Zwischenkampf. Mit wie viele Aktionen haben wir gerade gemacht? Wie viele Kämpfe? Missionen meine ich natürlich. 1, 2, 3, 4. Okay, wir machen noch einen Kampf. Dann werde ich die Episode beenden. Und in der nächsten Episode holen wir dann Penelo mit dazu und machen dann den nächsten Bosskampf, okay? So, also Beginn. Und wen nehmen wir mit? Dieses Mal ist dran Draghi mit Squall. Wobei, ich würde sagen, wir nehmen Zeppel mit, weil er ganz neu mit dabei ist. Deswegen überspringe ich mal ganz kurz ein paar und wir packen ihn direkt mit rein. So. Er hat uns hier Hope zur Verfügung gestellt. Auch sehr cool. Wir machen Double Hands auf den da, obwohl die können wir sogar direkt finishen schon. Aber dann wird der uns brechen. Deswegen machen wir hier Double Hand. Zack, das passt. All Bravery up. Und dann wechseln wir Ini ein. Und machen dann Bravery. Oh Mist, das war der Falsche. Ich habe den Falschen angeklickt. Wir finishen den da einfach mal mit HP Attack.
Sehr gut. Und dann finishen wir den dann mit einem Spieltag. Und das war's. Ein kurzer Auftritt für Zappel's Hope. Aber wir werden noch mehr als genug Kämpfe vor uns haben. Und auch schwere Kämpfe. Werden wir nämlich alles nochmal auf schwer machen. Ganz klar. Wir müssen Wahn unserer Party haben. Das habe ich vorhin gar nicht bedacht. Glücklicherweise hatten wir ihn in der Party. So, Freunde, ich werde jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. Alles Weitere machen wir dann in der nächsten Folge. So, das ist geschafft hier. Super klasse. In der nächsten Folge werden wir dann den Bosskampf hier weitermachen. Dann werden wir mal gucken, was es hier mit Penelo auf sich hat. Und ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich an der Stelle fürs Zuschauen. Mal schauen, was wir am Samstag-Stream machen. Ich weiß noch nicht so genau. Wahrscheinlich machen wir dann hier reguläre Koop-Events. Das hier, Koop-Quests. Mein Bart ist ja mittlerweile stärker geworden. Und wir machen vielleicht sowas hier. Koop-Quests. Und dann werden wir mal versuchen, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Wir haben ja Level 40 gemacht. Vielleicht machen wir 45, 50, was auch immer. Mal schauen, weit wir kommen. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.